Ich würde euch gerne öfter mal mir mitnehmen und euch zeigen, was ich in meinem Raum bzw. in meiner Firma so tagtäglich mache. Das ist so, dass ich hier eigentlich jeden Tag immer rumrenne, rumwurschtel, irgendwas mache. Das hat entweder mit 3D-Druck zu tun oder mit einfach technischen Sachen an sich. Das ist höchstwahrscheinlich, oder für mich ist es so, dass es sehr interessant ist und für den einen oder anderen von euch eventuell auch. Ich habe immer nur Angst, euch diese Videos hochzuladen, weil sie nicht so qualitativ hochwertig sind, wie zum Beispiel Tutorials oder, einfach Erklärvideos und Reviews an sich. Und das blockiert mich teilweise ein bisschen, euch diese, ich sag mal in Anführungszeichen, minderwertigen Videos hochzuladen. Ich versuche es mit diesem Video aber trotzdem mal und lasse euch entscheiden anhand der Likes und Kommentare, ob das was für die Zukunft ist oder nicht. Das heißt, ihr bestimmt und ich entscheide dann, ob wir es so machen, wie ihr gesagt habt oder nicht. So kann ich einfach auch ein bisschen freier sprechen und muss nicht immer nach Skript arbeiten. Das ist nämlich auch total anstrengend, wenn man sich immer an so ganz spezielle Sätze und Formulierungen und so halten muss. Deswegen dauert ein anderes oder andere Art Video auch immer etwas länger. Ich zeige euch einmal kurz, was ich hier im Hintergrund aufgebaut habe. Das ist schon eine Weile her, aber es ist eine ganz coole Station geworden fürs Lasern. Ich stelle das mal so hin und zeige euch, was hier steht. Ich habe ja irgendwann mal vor einiger Zeit den Creality Falcon 2 für euch getestet. Da habe ich ein Review zugemacht. Das ist ein 20 Watt Diodenlaser zum Auslasern von Holz, Acryl und so weiter und so fort. Problem bei diesen Lasern ist immer, dass halt extrem hohe Qualm- und Rauchentwicklung entsteht und deswegen ist es schwierig, so ein Gerät ordentlich zu benutzen auf Masse bzw. auf Dauer. Was ich gemacht habe, ist, das zeige ich euch gleich, ich habe hier so Füße und Anschläge gebaut, womit man den Laser viel besser nutzen kann und habe hier auch die Absaugung nach draußen verlegt. Da hat mir der Basti geholfen mit dem Fenster. Hier ist der Diodenlaser, hier ist der Faserlaser, den ich euch mal gezeigt hatte, auch in einer der letzten Videos, der EM Smart. Und hier habe ich einen kleinen Computer hingestellt, womit man jetzt diese beiden Lasergeräte dann bedienen kann. Und zwar so, dass man halt auch, wenn man was braucht, sofort ranlaufen kann und das Ganze bedienen kann. Ich zeige euch einmal, wie ich das da mit dem Laser gemacht habe. Das ist für den einen oder anderen wahrscheinlich sehr hilfreich, damit man ordentlich und präzise mit diesem Laser auch arbeiten kann. Ich weiß nicht, wie gut man das jetzt hier erkennt, aber das ganze Gestell ist absolut fest, also nicht fest an sich, sondern fest an seiner Position. Ich mache das mal so ein bisschen hoch, dann sieht man das. Hier ist so eine kleine Aluschiene, die hatten wir noch rumliegen. Zu Hause habe ich denselben Laser nochmal einfach nur mit Winkeln gestützt, aber in diese Aluprofile kann ich dieses Gestell reinstecken. Hinten ist auch so eine kleine Leiste und dann ist das Gestell bzw. die Absaugung schon mal an sich immer an Ort und Stelle und kann nicht verrückt werden. Das gleiche habe ich gemacht für den Laser an sich. Ich versuche euch das hier mal so grob zu zeigen, wenn der Fokus passt. Da hinten sieht man dieses orangene kleine Stück. Da sitzt der Fuß von dem Laser. Seht ihr das? Ich kann den so rausnehmen und wieder raufstecken, dann ist der Laser nämlich auf dem Tisch auch absolut fest fixiert, hat also auch seine Position. Und zusätzlich ist dieses Honeycomb-Gestell hier, das ist so eine Unterlage zum Lasern, auch nochmal fixiert. Und zwar habe ich hier vorne so einen kleinen Griff rangemacht. Hier sieht man das, wenn ich das so rausziehe, ist hier ein Griff festgeschraubt, dass man das halt so, wenn man das Gestell anhebt, rausziehen kann. Und hinten sieht man jetzt hier schon in schwarz, habe ich auch so kleine Winkel konstruiert und die auf den Tisch geschraubt, da hinten. Wenn ich jetzt diese Unterlage hier reinschiebe, so zack, wie so ein Pizzablech, dann rastet diese Unterlage ein, ist immer auf Position auf diesem Tisch, der Laser ist auf Position auf dem Tisch. Und ich weiß, dass wenn ich jetzt was hier vorne hinlege, weiß ich, dass ich in meinem Programm genau hier den Nullpunkt habe. Das heißt, ich muss nicht erst 100 Jahre ausrichten, sondern weiß, Nullpunkt ist hier, Teil drauf und Abfahrt. Ich muss dann nur noch die Höhe von diesem Laserkopf hier einstellen. Ich muss mal gucken, ob ich es schaffe, dann stelle ich euch die SDL-Dateien hier für diese Füße und auch hier hinten für diese Winkel von diesem Honeycomb-Ding zur Verfügung. Dann könnt ihr euch das einfach ausdrucken und auch auf den Tisch nageln. Ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Das Ganze ist dann, wie ich es schon in dem Review hatte, hier einfach angeschlossen über den Lüfter. Und dann habe ich hier ganz professionell zwei Schläuche aneinander geklebt. Und der Basti, der hat da oben das Fenster rausgenommen. Da ist eigentlich ein Glas drin. Der hat das rausgenommen, hat so eine Art Dämmung aus dem Baumarkt geholt, die genau die Stärke hatte wie diese Scheibe. Hat ein Loch reingedübelt und hat dann die Absaugung nach draußen gelegt. Das Einzige, worauf ich jetzt achten muss, ist, ich muss noch ein Gitter vor diesen Lüftungsausgang machen. Ich habe nämlich schon zwei Tage, nachdem das montiert war, oben so kleine Piepmätze zwitschern hören. Und ich vermute mal, weil hier generell sehr viele Vögel immer draußen rumfliegen, dass das ein sehr schöner Nistplatz ist für kleine Spatzen und so weiter. Und meine größte Befürchtung ist natürlich, dass sich da ein Spatz verirrt.
der hier durchkullert und dann hier unten irgendwo drinne lebt, nicht lebt, aber verendet, sagen wir es mal so. Und das möchte ich dem Tier nicht antun und mir natürlich auch nicht, weil das könnte auf Dauer ganz schön müffeln, wenn da so ein toter Vogel drin liegt. Deswegen, da draußen muss noch ein Gitter vor und dann ist das eigentlich hier soweit fertig, diese ganze Laser-Gravier-Ausschneidestation. Hier bin ich gerade dabei, sämtliche meiner Filamente, die man eventuell hier im Hintergrund sieht, zu trocknen. Ich bin der absolute Filament-Trocknungsfreak. Nicht nur, dass ich die Filamente an sich immer in so eine Tüte hier reinpacke, die vakuumiere, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, und dann hier noch so einen Silikatbeutel reinmache, dass die wirklich furztrocken sind. Nein, ich packe sie dann noch so, wie sie sind, nochmal in eine Trockenbox, so, drehe das Ganze immer sogar so, dass diese Öffnung nach unten zeigt, so, damit die Feuchtigkeit, Feuchtigkeit hier halt auch nicht rein kann. Und dann stelle ich das so, wie es ist, nochmal in diese Box rein, mache da noch einen Silikatbeutel rein und mache das dann zu. Und weil ich so ein Freak bin, mache ich hier vorne noch so einen kleinen PTFE-Schlauch von Öffnung zu Öffnung, dass das auch dicht ist. Weil ich weiß nicht wieso, ich bin der totale Monk. Ich möchte, dass meine Filamente, wenn ich sie nutze, absolut trocken sind. Also ich möchte diesen Fehler immer komplett ausschließen. Und ja, man sieht es hier vielleicht schon im Hintergrund. Ich habe da noch ein bisschen was vor mir. Die kompletten Filamentspulen, die jetzt hier lagern, muss ich noch komplett alle trocknen. Ein paar Sachen sind schon eingeschweißt. Da weiß ich, die sind trocken. PLA werde ich nicht trocknen, aber sobald es in Richtung PETG geht, werde ich das definitiv trocknen. ABS und ASA werde ich nicht trocknen, weil das muss nicht sein. Aber PETG, TPU, Nylon, ja, dieser ganze Quatsch, der halt hygroskopisch ist, der Feuchtigkeit aufnimmt, der wird furztrocken gemacht und dann kommt der auch in diese Tüten rein. Wie ich das mache, ist relativ einfach. Ich hatte es in einer meiner Videos ja schon mal gezeigt. Ich habe hier diese Trockenbox konstruiert und gebaut jetzt auch. Und das hier ist meine erste komplett fertige. Und ich schmeiße jetzt immer meine Filamente einfach hier rein. Das ist zum Beispiel ein TPU. Das ist ein PETG-Kohlefaser, was wir jetzt selber auf unserer Anlage da hinten, hinter dieser Mauer da selber herstellen. Der Basti bzw. ich. Wir machen das so zusammen als Teamwork. Und wenn ich jetzt mit der Rolle drucke, lasse ich die einfach mit drin, weil die sind beide auf einer Alu-Rolle da unten gelagert. Und ihr seht es schon, das bewegt sich dann einfach mit. Die druckt, die trocknet und da unten kommt die heiße Luft raus. Das ist ganz cool. Dann dreht sich nämlich die Rolle, kriegt von allen Seiten immer die heiße Luft ab und das geht dann da hinten raus. Und dann kann ich die irgendwann rausnehmen, mache dann einfach eine nächste Spule aus dieser Wand rein, trockne die mit, dann kommt die wieder in so eine Box rein und wird dann eingelagert, sodass ich irgendwann mal in 100 Jahren alle meine Filamente schön trocken habe. Hier der Bambolab, der läuft momentan auch eigentlich relativ häufig. Der Basti hat jetzt hier zum Beispiel einmal einen Teil angemacht aus PETG Carbon. So sieht das Ganze aus, wenn es dann fertig ist. Hier ist noch Stützstruktur drin, das muss dann noch raus. Und das hier ist ja die Deckelerweiterung für den K1 Max, so wie man es hier sieht. Das ist ja schon fertig. Das sind meine Erweiterungen, die ich gemacht habe. Und wir bieten die jetzt auch als fertig gedrucktes Teil im Shop an. Und dafür haben wir jetzt einfach den Bambolab genommen. Und der druckt jetzt einfach immer wieder dieses selbe Bauteil. Und ihr seht ja die Qualität, muss ich sagen, ist wirklich top. Also da kann man überhaupt kein bisschen meckern. Ja, hier drucke ich gerade mit dem Printcore One S. Das ist der neue Printcore One mit der Clipper-Version. Und dem neuen leichten Extruder drucke ich hier einfach so eine kleine Box aus PETG Carbon. Und warum mache ich das? Ich habe jetzt hier in dieser kleinen Trocknungsbox habe ich ein PETG CF, was wir selber entwickelt haben drüben auf der Anlage. Da haben wir jetzt erstmal so 2 bis 3 Rollen hergestellt und testen das jetzt und drucken halt irgendwelche Sachen. Und ich fand diese Box ganz cool. Und man sieht schon die Qualität, da kann man auch wieder nicht meckern hier. Sieht einwandfrei aus. Fürs nächste Video habe ich jetzt hier oder bereite ich den Drucker vor. Hier ist noch ein bisschen Rest drauf vom letzten Druck. Und ja, das PETG-CF habe ich hier in der Box drin. Das fülle ich jetzt hier einfach einmal nach. Das heißt, ich schlage hier 2 Fliegen mit einer Klappe. Ich kann einmal das PETG-CF testen und ich kann das nächste Video machen, wo es darum geht, wie ich runde Sachen drucke und ich manchmal so eine Art Ruckeln im Druckbild habe. Und ich habe dann mal geguckt, wo das herkommt und konnte relativ schnell herausfinden, was die Ursache war. Und ja, da mache ich jetzt ein kleines Video zu, wo ich euch dann zeige, wie man diese oder wie man runde Objekte besonders schön und gleichmäßig drucken kann. So, dann mache ich jetzt hier den Drucker einfach mal fertig, slice dann einen Teil,
dann soll der diese runden Bauteile drucken, und zwar einmal schlecht und einmal gut, sodass ich das dann in dem Video zeigen kann. So, Drucktemperatur habe ich jetzt bei dem neuen PETG-CF 260 Grad. Es wirkt erstmal relativ hoch, aber ich habe gesehen, dass alles, was da drunter ist, gerade wenn man eine gehärtete Stahldüse nimmt, die jetzt aus Stahl nur besteht, nicht wie die Prizzle, die jetzt hier verbaut ist, braucht man relativ viel Temperatur, weil die Kohlefasern das Filament doch ein bisschen zäher machen. Also es will weniger gerne durch die kleine 0,4er Düse durch. Dasselbe Material ohne Kohlefasern zum Beispiel drucke ich bei 250 Grad, glaube ich. Da sieht man auch schon, dass alleine dieser Festzusatz der Fasern die Drucktemperatur auch schon mit beeinflusst. So, da muss ich kurz einmal slicen gehen und dann können wir den Drucker hier auch anmachen. Die gedruckte Testbox ist jetzt auch fertig. Ich habe alles soweit montiert. Das hat ganz gut gepasst, bis auf die Bohrung hier oben für diese zwei kleinen Laschen. Die werde ich konstruktiv jetzt noch einmal vergrößern. Und die Box, die hier reinkommt, eine habe ich schon zu Hause gedruckt auf dem Ender 5S1, glaube ich. Die passt soweit auch hier rein, nur außen geht es relativ schwer. Und ich kriege die Box hier jetzt auch nicht wieder so einfach raus. Ich werde auch hier konstruktiv noch mal ein bisschen mehr Luft reingeben, damit sich auch diese kleinen Kästchen hier leichter rein- und rausnehmen lassen. Ja, ansonsten bin ich aber mit der Qualität an sich wirklich sehr zufrieden. Hier kommt jetzt noch eine kleine TPU-Lippe rein, damit das Ganze dann auch abdichtet und ein bisschen mehr Vorspannung hat. Ich werde euch unten den Produktlink oder den Download-Link mal reinstellen von dem Ersteller des Ganzen. Ich glaube, das war auf Printables. Ist ganz cool einfach. Jetzt konnte ich das PETG-CF einmal auf dem Drucker testen und man sieht, ja, die Qualität ist super, gibt es nicht viel zu meckern. Und auch die Box ist ganz praktisch, da kann ich dann so kleine Schräubchen mir reinmachen und mir auch einen kleinen Schraubensatz mit nach Hause nehmen. Denn momentan habe ich die Schrauben alle immer hier bei mir auf Arbeit natürlich deponiert. Ich habe hier so einen Schrank mir hingestellt und jetzt sind hier zum Beispiel hier sind Schrauben drin. Alle möglichen Schraubengrößen sind hier einmal drin und noch ein paar größere sind dann hier. Und da mache ich mir ein kleines Set. Packt das dann in diese Box rein und kann das dann mit nach Hause nehmen. Ist wirklich sehr, sehr praktisch. Und auch hier diese kleinen Boxen, werdet ihr dann sehen, gibt es in verschiedenen Ausführungen. Einmal mit einem Dreierfach, dann mit einem Zweier, mit einem Einer und einmal ganz groß und geschlossen und so weiter. Guckt es euch einfach mal an. Ist wirklich sehr cool, um auch mal so Filamente zu testen, sodass man dann auch was Sinnvolles druckt und nicht nur irgendwelche Vasen oder irgendwelchen Quatsch, der bloß einstaubt. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Ich werde jetzt hier weitermachen und die Drucker wieder einrichten, weil heute ist natürlich ein neuer Tag und die Drucker stehen. Die müssen natürlich wieder weiterarbeiten. Ich filme alles, nehme euch mit, sagt tschüss und ja, hoffentlich bis zum nächsten Video.